Bayern. Willkommen zum Star Talk. Mein heutiger Gast, auf den habe ich mich unheimlich lange schon gefreut. Und ich bin froh, dass er den Weg aus der Eifel wieder mal zurück nach Thüringen gefunden hat. Er beginnt seine Tour Mein Leben mit wilden Tieren. Und kaum jemand kann so spannend erzählen wie er, Andreas Kieling. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, hallo, schönen guten Abend. Schön mal, dass du wieder in Thüringen bist. Bist du mit deinem VW-Käfer? Gibt es immer diese Geschichte, dass du durch Gotha mit deinem VW-Käfer kommst? Bist du mit deinem VW-Käfer gekommen? Nein, heute nicht. Also der Käfer hat nur 34 PS. Das hätte ein bisschen lange gedauert, jetzt für die 500 Kilometer aus der Eifel. Aber ich fahre das Auto ausgesprochen gerne. Und das ist auch so eine, ich sag mal, ja, so eine gewisse Prägung auf die Jugend. Unser erstes Auto war ein Adler Trumpf Junior. Das Auto war, glaube ich, Baujahr 36 und irgendwie bin ich damals als Kind, das wurde ja in meiner Jugend angeschafft, als ich 4, 5 Jahre war, also 1965, hat mich dieses Auto irgendwie fasziniert, geprägt und ich fahre heute noch gerne alte Autos, wobei ich natürlich auch moderne Autos zu schätzen weiß. Gut, sie sind ja auch faszinierend, so ein ratterndes Motorengeräusch. Absolut. Der Käfer ist für mich irgendwie auch so der Inbegriff irgendwie deutscher Automobilgeschichte, nennen wir es mal so. Gut, ein Porsche wäre natürlich besser, aber ein Käfer tut's auch. Das war schon auch immer so ein kleiner Kindheitstraum, mal mit dem VW Käfer fahren. Du stammst aus Gotha. Das wissen viele nicht, dass du Thüringer bist. Viele sehen dich immer, der Bärenmann, der in Alaska gelebt hat, aber sie wissen nicht, dass du aus Thüringen stammst. Ja. Naja, ich habe 16 Jahre in Thüringen gelebt. Also ich sehe mich auch nach wie vor als Thüringer. Das ist meine Heimat hier. Ich bin hier geboren, hier bin ich geprägt worden. Hier habe ich, ich würde heute nicht mit dir hier sitzen, wenn ich meine Kindheit und meine Jugend nicht hier verbracht hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil alles das, was ja, wie es mal begann, also die ersten Streifzüge durch den Thüringer Wald, die Entdeckung auch von Kleintieren, von Eidechsen, von Schlangen, von, dann später von Wildschweinen, von Käfern, von Faltern, das hat ja alles hier stattgefunden. Das Naturkundemuseum in Gotha hat mich total geprägt. Also immer wenn schlechtes Wetter war, bin ich zum Teil auch in den Wald gegangen, aber bin auch viel in diesem tollen Naturkundemuseum gewesen und da habe ich sehr viel theoretisches Wissen hier. Ich stand vor diesen riesen Dioramen und habe gestaunt und geträumt. Und ich habe von diesen Welten geträumt, die uns damals verschlossen waren. Also ich habe, ich sag mal, leider oder glücklicherweise immer schon viel Jack London gelesen, Ernest Hemingway, also wenn es die Bücher überhaupt zu kaufen gab, oder man hat sie untereinander getauscht. Und da ist meine Fantasie auch wach geworden. Und das hat mich letztendlich auch zu dem Entschluss gebracht, aus der DDR zu flüchten. Es war ja keine unspektakuläre Flucht. Ich bin an der Grenze angeschossen worden. Es ging wirklich um Leben und Tod. Aber als ich dann, ich sage jetzt mal, im Westen war, so wie man es damals nannte, in der BRD, da habe ich nicht den Westen konsumiert, ja, also in Form von Konsum, Gegenständen und Lebensmitteln, sondern ich wollte raus in die Welt und habe das auch verwirklicht. Bin ein paar Jahre zur See gefahren, habe sozusagen den Abenteuern Jack Londons nachgespürt. Und das Verrückte war eben, je mehr ich in diese Welt rausging und auf einmal merkte, ich lebe das, was ich als Kind gelesen, gehört oder im Fernsehen gesehen habe, je neugieriger wurde ich darauf und je mehr hat es mich reingezogen in diese Geschichten. Und naja, dann ist das draus geworden, was ich halt heute bin. Du sagst das so in so einem Nebensatz, ich bin geflüchtet, bin angeschossen worden. Wie kann man sich das vorstellen? Das muss doch das. Ja, es war in der Tat eine der spektakulärsten Fluchten. Also das ist mir immer wieder bestätigt worden, die man so gehört hat. Also natürlich Menschen, wenn ganze Familien geflüchtet sind. Ich glaube, das war noch dramatischer. Aber ich bin halt als sehr junger Mensch, als 16-Jähriger, nicht direkt von der DDR in die BRD, sondern ich bin von der Tschechoslowakei nach Österreich durch die Donau geschwommen. Die Donau ist nur ein sehr kleines Stück der Grenzfluss. Später ist er ja Grenzfluss zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn. Das hätte mir nichts genutzt. Aber in diesem Gebiet, also nördlich von Bratislava. Und dann habe ich, allein dahin zu kommen, war ja schon ein kleines Abenteuer, dann die Grenzbarrieren zu überwinden. Ich habe einen Alarmdraht berührt und also einen Kontaktdraht, der dann einen Alarm abgab. Und darauf fing eine wilde Leuchtkugelschießerei an, bis ich geortet wurde. Und dann schoss man von den großen Wachtürmen runter auf mich. Ich war dann schon im Wasser. Donau ist da sehr breit, hat eine sehr starke Strömung, also man treibt auch sehr schnell ab. Und irgendwann bin ich dann halt in der Mitte des Flusses von einer Kugel getroffen worden. Und zwar so unglücklich, also ich habe einen Steckschuss im Rücken gehabt, also eine Maschinenpistolenkugel hat mich getroffen aus einer Kalaschnikow. Ballistiker haben dann später festgestellt, dass die eben aus einer sehr großen Entfernung abgefeuert
sein muss. 300 Meter oder mehr, also glücklich, das war mein Glück, sonst wäre es ein glatter Durchschuss gewesen am Bauch und man hätte den wahrscheinlich nicht überlebt. Aber jedenfalls kam ich irgendwann am österreichischen Ufer an, mehr oder weniger querschnittsgelähmt, also ich konnte die Beine nicht mehr bewegen und bin dann eigentlich nur auf den Arm bis zum nächsten Dorf gerobbt. Und ich werde den Namen nie vergessen, Wolfstal ist ein ganz kleiner Ort, also im direkten Grenzgebiet. Und das war dann morgens am 16. Oktober 1976. Und da war gerade Weinernte, also Erntedankfest und Weinfeste. Und die Menschen dachten, dass ich wäre ein Betrunkener, weil ich da auf der Erde rumkrabbelte, bis dann einer sah, dass ich eben schwer blutete und hatte auch so eine Tarnjacke. Aber naja, also das allein ist schon eine riesige Geschichte für sich. Was bewegt einen da mehr? Verzweiflung, dass man es vielleicht doch nicht geschafft hat, dass man getroffen ist, oder eher die Hoffnung? Nein, also der schwierigste Moment war eigentlich für mich, also vielleicht wirst du dich da jetzt drüber wundern, aber der schwierigste Moment war, ich habe jetzt 2 Tage die Grenze aus der Deckung, also aus dem Wald beobachtet, kannte den Ablauf, kannte auch mit dem Fernglas, also wann die Grenzsoldaten kamen mit ihren Hunden und so weiter. Nachts wurde mit Scheinwerfern in den Berg hineingeleuchtet. Und der schwierigste Moment war aber der, mich aus dem Wald zu lösen, also aus dem Wald rauszukommen und in diesen ersten Zaun rein zu springen und an dem hochzuklettern, weil ich wusste, wenn du diesen Schritt tust, gibt es kein Zurück. Ja? Und das habe ich heute noch nach all den Jahren oft vor mir. Also diese Überwindung hatte ich oft in meinem Leben, also eine Entscheidung zu treffen, zurück oder geht's weiter. Ich meine, du warst 16 Jahre alt, du hast deine Familie verlassen. Ja, wobei das, also die Familie ist so ein eigenes Thema, also es wäre jetzt auch wieder fast ein Stundenthema. Familie war nicht so toll, Elternhaus war nicht so, dass ich mich sehr geborgen fühlte, ja. Und daraus, so als pubertierender Junge, das kam auch noch dazu, Stiefvater, der nicht gut zu mir war, unter dem ich auch sehr zu leiden hatte. Und es hatte auch was Befreiendes, von zu Hause wegzugehen, das muss ich sagen. Es hatte was Befreiendes und natürlich, ich lasse mich auf ein großes Abenteuer ein. Ich hatte an mich geglaubt, dass ich das schaffen kann. Und und es ist gut gegangen. Aber es hätte, ich sag mal, 1 Zentimeter mehr nach links und es wäre schief gegangen. Die Wirbelsäule wäre zertrümmert gewesen und ich wäre im Fluss wahrscheinlich ertrunken. Dein Großvater lebt in Stade und da musstest du dann hin. Wie war es dann? Ja, ich bin dann also längere Zeit im Krankenhaus gewesen, kam dann, weil ich dann gerade 17 wurde, also brauchte ich einen Vormund. Ich hatte einen Großvater im Westen, es war der Vater meiner Mutter und zu dem kam ich hin. Der wohnte direkt am Elbdeich im alten Land, also in Stade. Ist sehr, sehr schön, da ist ein großes Obstanbaugebiet und du siehst, du bist in diesem Haus, ja, also guckst dann aus dem Haus raus, trinkst einen Tee oder deine erste Coca-Cola und draußen siehst du so die Aufbauten und die Masten der großen Schiffe vorbei. Und schon zu DDR-Zeiten hat mich die Handelsschifffahrt auch gereizt, weil sie für mich irgendwie Freiheit war und Abenteuer, ja, und natürlich auch rauskommen, reisen. Das ging damals vielen so in den 70er Jahren und in den 80er Jahren. Und so bin ich dann erstmal zur See gefahren und bin dann wirklich 3 Jahre zur See gefahren und habe richtig Matrose gelernt. Also ich bin dann Vollmatrose der Handelsschifffahrt, nennt sich das. Und trotzdem war diese Seefahrtszeit für mich eine unglaubliche Zeit. Also ich habe eigentlich, ich war selber erstaunt, dass ich die Welt sehen durfte und dafür noch Geld bekam. Ja, das war also unglaublich, also in der damaligen Zeit. Heute würde man vielleicht sagen, wieso, ist doch alles ganz anders und heute gibt es Traumschiff und ich weiß nicht, und die ganzen Pfannschiffe, ja, fährt man doch nicht mehr auf dem Frachter. Aber damals, ich werde nie vergessen, wie ich dann bei dieser Reederei vorstellig wurde in Hamburg und die sagten zu mir, ich meine, wir reden von 1976 und die fragten mich, wollen Sie zuerst nach Alexandria, also in Ägypten, oder wollen Sie gleich an die Westküste von Australien, Kwinana hieß das. Und ich hatte so einen Kloß im Hals und dachte erst, das ist irgendwie, ich glaube das nicht. Ja? Und dann ging es aber wirklich los. Welche Reederei war das, wenn ich fragen darf? Das waren die deutschen Afrika-Linien. Ja, also die deutschen Afrika-Linien. Mein Vater ist Kapitän bei der deutschen Afrika-Linie gewesen. Wirklich? Wirklich. Ist ja unglaublich. Kapitän Jürgen Kurt, ja. War dort bei der Kariba. Ja, ja, ja. Die Kariba war ein Schiff, das ist vor mir noch ausgemustert worden, glaube ich, also noch vor meiner Zeit. Ja. Also deutschen Afrika-Linien, John T. Esberger. Ich war auf der Lieselotte Esberger, auf dem John T. Esberger. Es war also das eine waren Bullcarrier, also Massengutfrachter, und die Lieselotte war ein riesiger Öltanker. Und ich werde nie vergessen, wie wir nach dem
nach dem Krieg, nach dem ägyptisch-israelischen Krieg das erste Mal durch den Suezkanal gefahren sind. Und ich war gerade 17, ja. Also, und wir hatten uns ja gerade über diese Parallelen unterhalten und wo man sagt, man glaubt es eigentlich gar nicht, dass es sowas gibt, ja. Also, liebe Zuschauer, ich habe gerade sehr starke Gänsehaut, weil Andreas hat einen Großvater gehabt in Stade, ich auch, dem Vater seiner Mutter. Er hat hier einen Stiefvater gehabt, der ihn nicht mochte. Das war bei mir genauso. Also es gibt Parallelen, und wenn dann noch auf derselben Afrika-Linien beide gefahren sind, also das ist ja faszinierend. Ja, es ist manchmal eine kleine Welt. Ich habe sowas schon mehrmals im Leben erlebt. Also wenn ich auch in der weiten Welt unterwegs bin, ich erzähle gerne Geschichten. Ich glaube, das hört man. Aber ich höre auch sehr gerne Menschen zu und bleib dann auch sehr lange aufmerksam. Und dann entdecke ich auch manchmal sehr oft Parallelen. Und das, ich glaube, es liegt zum Teil daran, weil man sich natürlich mit Menschen auch trifft und begegnet, die einem sympathisch sind. Und sympathische Menschen sind oft sehr ähnlich, wie man selber auch. Und daraus ergeben sich schon die Geschichten. Ich glaube, wenn ich mich jetzt, ich sage jetzt mal was Schlimmes, mit einem Finanzbeamten irgendwo treffen würde, hätten wir uns nicht viel zu erzählen wahrscheinlich, ja. Aber weil ich ja auch viel mit Menschen zusammen bin, die ein ähnliches Leben führen wie ich, gibt es oft diese parallelen Geschichten. Nun führst du ein Leben mit wilden Tieren. Auch immer noch, also man weiß von den Jahren, die du in Alaska gelebt hast, aber ist es in der Eifel denn spannend mit wilden Tieren? Naja, die Eifel ist ähnlich spannend wie der Thüringer Wald und die Wildnis vor der Haustür, das ist ja auch ein großes Thema von meinem aktuellen Buch, was ein Bestseller geworden ist, was wir nie geglaubt hätten. Also ich habe, es ist natürlich immer so, wenn ich in Schulen gehe oder auch Interviews, dann werde ich immer gefragt, was sind Ihre spektakulärsten, spannendsten und schönsten Tiererlebnisse gewesen? Und dann will natürlich jeder hören, ja, das waren die Grizzlies in Alaska oder die Berggorillas in Ruanda oder die Wüstenelefanten in Namibia. Aber es sind zum Teil eben auch die Begegnungen mit Tieren in unserer Heimat. Ich habe zum Beispiel vor gerade erst mal 3 Wochen in der Eifel meinen ersten Luchs gesehen, also ganz durch Zufall. Es wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Und aber es muss auch nicht immer unbedingt ein großes Tier sein. Ich kann mich genauso noch an einen Ameisenhaufen setzen. Das konnte ich schon als 4-Jähriger. Und habe da ein bisschen Kuchen oder Kuchenkrümel reingelegt und habe diese Ameisen eine halbe Stunde lang beobachtet und fand das toll. Und das kann ich heute noch. Und ich finde es heute noch genauso faszinierend. Ja. Und deshalb, die Wildnis muss nicht immer so weit wegliegen. Und bei meiner Wanderung durch Deutschland war es eigentlich ähnlich. Wir sind ja praktisch an der bayerisch-tschechisch-sächsischen Grenze gestartet und sind dann 1400 Kilometer, also wir, mein Hund Cleo und ich, bis hoch zur Ostsee gewandert. Und das, ich hätte selber nicht gedacht, dass es so weit ist, dass es 1400 Kilometer sind. Und als wir dann dort oben ankamen, war mir auch gar nicht schwer, mir taten auch nicht die Füße weh. Ich hatte eher so Lust drauf, eigentlich gleich noch so eine Runde drehen und nochmal durch Deutschland zu gehen, weil es waren so tolle Erlebnisse, die wir hatten mit Menschen, also die einem begegnet sind, die einem Geschichten zu erzählen hatten, natürlich auch mit der Natur, mit den verschiedenen Landschaften in Deutschland, mit der alten gewachsenen Kultur, natürlich auch die einzelnen Tierbegegnungen, wobei die meistens bei großen Tieren nur ein paar Sekunden dauerten und dann war es vorbei. Aber das war einfach unglaublich. Und es hat mich, Deutschland hat mich wieder so in seinen Bann gezogen, dass wir auch gleich gesagt haben, okay, die Filme waren dann auch sehr erfolgreich im Fernsehen. Das Buch lief oder läuft noch ausgezeichnet, also der Deutsche Wandersommer. Und dass wir jetzt auch gerade noch an einem Projekt arbeiten, wo es auch wieder um Deutschland geht, also um die deutsche Natur. Es geht vom Berchtesgadener Land bis zum Wattenmeer. Und vielleicht muss man erst einen Großteil der Welt gesehen haben, um zu verstehen und zu begreifen und vor allem einschätzen zu können, was wirklich zählt oder dass Deutschland genauso interessant sein kann. Ja. Eine letzte Frage, weil die Zeit leider drängt und man kann dir ja stundenlang zuhören. Wie viel Verrücktheit steckt in dir? Ich meine, du warst auch zum Beispiel Förster in China. Ja. Wie viel Verrücktheit steckt in dir? Ja, Förster in China war eine spannende Zeit. Also da werde ich auch auf den Vorträgen von erzählen. Ich weiß nicht, ob das mit Verrücktheit zu tun hat. Also, aber
als ich weiß noch genau, als ich diesen Anruf bekam und einer sagte, du oder passen Sie auf, Kollege XY hat kalte Füße bekommen, also der will nicht nach China. Jetzt wollen wir Sie fragen, ob Sie das machen wollen. Und ich dachte erst irgendwie so 2 Wochen, ja, also so im großen Urlaub. Sagte, ja, es geht um ein Jahr, also ein Jahr dort in China. Und ich brauchte keine 10 Minuten überlegen und habe gesagt, also selbstverständlich, das mache ich. Wenn ich hier rauskomme aus meiner Stelle, wann soll es losgehen? Ja, es ist schon relativ zeitig, also in einem Monat müssten Sie los. Und das habe ich hingekriegt, und das hat, weil es mich einfach gereizt hat. Und es war eine harte Zeit, es war eine entbehrungsreiche Zeit. Wir reden jetzt von 1988. Also die meisten Chinesen hatten vorher noch nie einen Weißen gesehen. Das war nicht wie heute, wo die Welt offen ist und wo man reisen kann. Die haben an meinen Haaren gezogen, am Bart gefühlt. Die hatten noch nie eine Langnase gesehen. Und ich habe mich oft sehr einsam gefühlt in China. Das war wie in der Verbannung. Und trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Und ähnlich ist es auch mit dem Zusammenleben mit den Tieren. Es ist einfach eine große Leidenschaft. Es steckt eine riesige Neugierde dahinter. Und wenn du jetzt sagen würdest, du, ich habe da eine ganz tolle Geschichte unten an der thüringisch-bayerischen Grenze, wo noch das und das existiert, wahrscheinlich würde ich meinen Kram einpacken und würde sagen, lass uns morgen sofort dahin fahren und mal gucken. Lass uns auf die Werra gehen. Lass uns eine Runde Kanu fahren auf der Werra. Das ist spannend. Das. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Also ich kann Ihnen nur, wenn Sie spannende Momente erleben wollen, dieses Buch wärmstens ans Herz legen. Und viele, viele Filme mit ihm. Schauen Sie sich das an.